Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Final Fantasy VII. In der letzten Folge sind wir zum Hauptquartier zurückgegangen, um unsere Belohnung abzuholen. Ja. Ach, auf einmal direkt hat er geredet. Mann, und ja, weiter geht's. Jetzt schauen wir mal, was wir hier noch in den Slums von Sektor 7 finden. Einmal die Feuermagie, die hätte ich gerne. Eine zweite Wiederherstellungssubstanz. Etwa genügend. Einmal Gegenmittel. So, einmal ein bisschen einkaufen. Was haben wir denn hier? Zack. Mann. Und deine Bedingung. Nein, du kriegst nichts. Ich will mich nicht ausruhen. Ein Augenblick mal. Du kannst nicht vorbeigehen, ohne was zu kaufen. Waffengeschäft. Davon brauche ich noch ein paar. Vorsichtshalber ein paar mehr eingekauft. Okay. So, einmal nach oben. Einmal gehen hier rein. Huch! Was macht der Speicherpunkt da? Springt er da auf einmal rein? Ja. Das ist die Halle der Anfänger. Du sagst, du bist Anfänger, aber deine Augen sagen, dass du keiner bist. Das stimmt aber. Mach hier keinen Stress. Ich war bei Soldat. Ich sag dir, was ich alles weiß. Und das auch noch gratis. Wie man wieder Wundheilung geht, Waffen und Rüstung nutzt, wie man Substanzen am besten einsetzt. Ach, das hatten wir doch schon. Ach. Hatten wir noch gar nicht. Hahaha. Ha, ha. Aber ich weiß, wie das geht. Also skippe ich das jetzt mal schnellstmöglich weg. Ja, ich kenne das Spiel. Mit alle. Deswegen skippe ich das jetzt auch irgendwie so schnell wie möglich weg. Wie lange muss ich das noch skippen? Andere Dinge, auf die ich achten muss. Etwas über den Limitstatus. Wähle die Limit. Häufiger legst du ein höheres Limit frei. Wie man Substanzen benutzt, wie man Waffen und Rüstungen benutzt. Ei, ei, ei. Haben wir eine neue Substanz dadurch? Nö. Hätte ja sein können. Reden wir mal hier. Das ist der berühmte Speicherpunkt. Das ist eine Schatzkiste. Reden wir mit dem. Etwas über Elementen. Schreit mal hier mit denen. Das hilft vielleicht. Etwas zur Hilfe. Nein. Etwas über die Anzeige. Nein. Okay, was geht da jetzt ab? Nein. Was hat der zu sagen? Etwas über die Zahlen. Etwas über ATB.
Etwas zur Änderung von der Verteidigung. Quicksafen nicht ohne eine 16-fache Geschwindigkeit. Ich skippe es jetzt gerade einfach nur. Weil irgendwas kann man doch hier erhalten. Wenn man hier was redet. Ach, der redet jetzt gerade über Speicherpunkten und so. Substanz alle erhalten. Das war Substanz. Als nächstes nehmen wir die Schatzkiste. Ether. In dieser grünen Schatztruhe sind viele weiße Objekte versteckt. Es gibt Schachteln und Tüten. Gib also auch, dass du keinen übersiehst. Ja, mit der Substanz alle können wir definitiv was anfangen. Kombinieren. Blitz. Wiederherstellen. Und die Geschwindigkeit wieder modifizieren, damit es wieder besser ist. Eisen. Armreif für alle drei anlegen einmal. Dann kriegt Tiefer noch die Substanzballer. Einen Moment. Ich muss kurz. Alles scheint wieder gut. Aber mit der Substanz alle können wir schon mal was Gutes anfangen, nämlich mehrfach Wirkung. Hoch. Hoch. Ja, genau, klaut. Nutzen wir mal das Bettchen. Für 10 Gil. Mal gucken, ob hier was ist. Nix. Hätte ja sein können. Zack, einmal nach unten. Und weiter geht's. Weil schließlich haben wir jetzt hier alles, was wir hier mal erkundet haben, denke ich mal. Ja, wir haben jetzt mal ein bisschen eingekauft, haben uns jetzt gerade die Substanz alle geholt. Also, ganz schön gut kann es ja nicht anfangen. Was ist das? Ja, das ist wahrscheinlich irgendwo ein Schreiben. Da kann ich nicht lang. Ach, da ging was rein. Dann gehe ich da auch mal rein. Toilette. Ich weiß, dass ich hier jetzt gar nichts sehe. Okay. Typisch. Dann gehe ich mal hier weiter. Da sind wieder die beiden Soldaten. Da ist gerade keiner. Dann gehe ich mal hier entlang. Und schließlich müssen wir wieder in den Zug. Und den benutzen wir jetzt auch. Ach, ja. Jetzt sehe ich gerade eben, dass mein Akku langsam knapp wird. Auf. Jetzt kann ich nur nehmen. Danke. Was ist gerade mir ein bisschen. Na, das passt doch. Ja, weiter geht's. Da gab es vorher. Hey, sieht aus als. Jetzt. Klar. Da konnte ich das nicht mehr lesen. Weil jetzt die nächste Zeile mir da im Weg steht. So, Quick Save. Hast du was gefragt? Ja, oh mein Gott. Hast du was gesagt oder was? Könnte gleich was schief gehen, ja. Hey, jetzt schaut euch das an. Plötzlich ganz leer geworden. Was denn los? Mist. Es ist leer. Nee, es ist leer. Wegen solchen Typen wie dir. Klatsch. Ux.
Du hast gehört, oder? Avalanche hat neue Bombenanschläge angekündigt. Nur treue Angestellten wie ich gehen an einen solchen Tag nach Midgard. Du arbeitest zwischendrin. Durch Gewalt lasse ich mich nicht abhalten und ich gebe dir auch nicht meinen Platz. Barrett! Du Glückswitz. Und, was machst du jetzt? Wie kannst du nur so ruhig sein? Du machst mich völlig fertig. Jetzt fährt der Zug langsam los. Sieht aus, als wären sie mit den Rangieren fertig. Wir fahren endlich los. Und was ist unser nächstes Ziel? Ha, hört euch mal diesen Wichtig-Tour an. Okay, ich erzähle es euch. Jesse hat wahrscheinlich schon erwähnt, dass es auf der oberen Platte eine Sicherheitskontrolle gibt. Mit diesem Ausweiskontrollsystem werden alle Züge überwacht. Shinra ist ziemlich stolz darauf. Wir können unsere gefälschten Ausweise nicht mehr verwenden. Guten Morgen und willkommen bei der Midgard Bahngesellschaft Ankunft in Sektor 4, 11.45 Uhr. Das bedeutet, wir haben nur noch 3 Minuten bis zur Ausweiskontrolle. Okay, in 3 Minuten springen wir aus dem Zug. Alles klar? Cloud, komm her, lass uns mal einen Blick auf den Schienennetzmonitor werfen. Und jetzt gehen wir mal zu tiefer. Im Moment ist ja noch alles ruhig. Sieht aus, als hättest du das schon gesehen. Es ist in Ordnung. Komm ein bisschen näher. Das ist komisch. Der Ausweiskontrollpunkt müsste ein wenig weiter unten sein. Sicherheitsalarm, Stufe A. Nicht identifizierte Passagiere entdeckt. Alle Waggons werden kontrolliert. Wiederholung. Sicherheitsalarm, Stufe A. Nicht identifizierte Passagiere entdeckt. Alle Waggons werden kontrolliert. Nicht gut. Das ist nicht gut. Was ist los? Was geht hier vor? Wir sitzen in einer Patsche. Ich erklär's. Später. Schnell, in den nächsten Waggon. Jemand hat's vermasselt. Nicht identifizierte Passagiere in Waggon 1. Verriegelung wird vorbereitet. Nichts wie weg, aber Dali. Waggon 1 verriegelt. Übergang zu Alarmstufe 2. Schnell! Die verriegeln gleich die Tür. Nicht in die... Lauf! Wechsel zu Plan 2. Waggon 2 verriegelt. Übergang zu Alarmstufe 3. Okay, alles klar? Noch nicht. Sie beginnen mit einer neuen Kontrolle. Wenn... wir erwischt werden, sind wir erledigt. Aber keine Angst. Wenn wir immer einen Waggon weiter nach vorn gehen, müssten wir es schaffen. Nicht identifizierte Passagiere bewegen sich in vordere Richtung. Aufenthaltsort wird ermittelt. Hehe. Scheiße, da hat was geklaut. Zufällig. Hä? Oh, scheiße. Ich muss weg. Egal, ich lode. Übergang zu Alarmstufe 4. Waggon 4 verriegelt. Übergang zur höchsten Alarmstufe. Alles klar, wir haben es geschafft. Hey, hier entlang. Dann renne ich mal lieber mit.
Kommt, wir machen hier den Absprung. Ich bin's, Jessie. Wie sehe ich aus, Cloud? Sehe ich in einer Shinra-Uniform gut aus? Nicht jetzt! Konzentrier dich auf unseren Plan. Du hast recht. Entschuldige. Gruselig, hä? Jetzt ist es zu spät, sich darüber Gedanken zu machen. Warum bist du überhaupt mitgekommen? Weil... Hey, ihr beiden, dafür ist jetzt keine Zeit. Okay, ich habe mich entschieden. Pass gut auf, ich werde springen. Ist es dir recht, wenn ich zuerst gehe? Der Anführer bleibt immer bis zum Ende. Kümmere dich nicht um mich, geh nur. Ey, pass auf, dass du dir deinen spitzen Hintern nicht platt machst. Das ist nur der Anfang der Mission. Später kümmer du dich um den Rest. Und abgesprungen. Gut, soweit läuft alles nach Plan. Es ist besser, wachsam zu bleiben, bis wir zum Reaktor von Sektor 5 kommen. Biggs, Wedge und Jesse halten alles für uns bereit. Also los. Der Reaktor ist am Ende dieses Tunnels. Alles klar, aber mal sehen, was wir hier oberhalb des Tunnels sehen. Gegner definitiv, ja. Aber damit wir da schnellstmöglich nach oben kommen, mal die große Geschwindigkeit. Oh, Kampf ging schon sein, ne? Nichts. Nichts. Ich wusste es. So, Limit. Und dann auch noch zuschlagen. Weil EP ist jetzt gerade wirklich angesagt. Ich wusste es schon wieder. Hör doch mit Seide. So. Genau. So, was habe ich jetzt gekriegt? Oh Gott. Wo bin ich jetzt? Dort sind Shinra-Sicherheitsposten. Wir müssen zurück. Ja, ich habe ein Spinnennetz. Verlangsamt Gegner. Schön zu wissen. Seid ihr Avalons? Und gesehen. Ja, gibt nur einen kleinen Kampf hier. So. Ein Terrorangriff, Avalon. Bleiben. Weglaufen. So. Das war wahrscheinlich klug. Aber die kämen wahrscheinlich wieder zwei weitere raus. Ich renne mal nach unten. Am Ende des Gangs. Ach, großartig. Noch mehr Gegner. Typisch die Massen hier im Gang. Da sind wir mal ganz ehrlich, so. Ist das ein weiter Pfad? Ach. So. Ist alles nur ein Weg. Ach Gott. Schlagsturm. Und irgendwie habe ich gerade perfekt getroffen. Diese Lichtstrahlen sind die Sicherheitssensoren der Shinra. Wir können nicht weiter. Wer einmal so weit kommt, muss in einen ganz schönen Trottel sein, um sich von den Sicherheitssensoren kriegen zu lassen.
Das ist ein ganz schön kleines Loch. Und ich mach mal wieder normal. Da soll ich mich hineinquetschen, um unter die Platte zu kommen? Kommt nicht in Frage. Richtig hineinschauen. Da scheint es nichts zu geben, weswegen wir in diesem Rohr stecken bleiben könnten. Ja, wenn wir in diesem Rohr hinunterkriechen, werden wir nicht mehr hier herauf zurückkommen können. Verlier keine Zeit, man weiß nie, wann die Shinra uns entdecken. Cloud, du musst gehen. Hinuntergehen, nicht hinuntergehen. Okay, sagen wir es mal so. Okay. Jetzt kommt wieder das hier. Hinuntergehen. Verdammt Mist, das Ding ist aber gruselig, Mann. Gruselig, Mann. Und runter. Zack. Eine Ether. Und ab nach unten. Ach. Nun sind wir schon mal von den Bahngleisen runter. Das ist ja auch schon mal was. Okay. Dafür mache ich jetzt mal Mehrfachgeschwindigkeit, damit das nicht zu lang wird. Hier haben wir schon mal den einen, der sagte schon mal, wo der Reaktor ist. Also Cloud, hier entlang geht's zum Reaktor. Und genau dahin müssen wir so. Ist das? Okay, da kann man nicht entlang. Klar, gehe ich nach. Ah, ja, stimmt, es sind ja keine mehreren Gegner. Deswegen kann der Flächeneffekt auch nicht ausgenutzt werden dafür. Heilung, Heilung, Heilung. Hier geht's hier hoch. Warte mal. Zauber. Ja, ist ja mehrfach. Mit alle. Trifft ja mehrere. Tut mir leid, das Problem mit der Ausweiskontrolle im Zug war mein Fehler. Ich habe einen speziellen Ausweis für dich gemacht. Deswegen. Ich habe mir solche Mühe gegeben. Aber ich habe versagt. Trank erhalten. Und das hier führt direkt hier raus. Was bringt das? Nichts. So, wieder einmal kämpfen. Logisch. Barrett wechselt Limits. Und hat, nee, hat ein Level abgekriegt. Hm. Oh. Zauber. Ah, hat mich K.O. gehauen. Okay, Bird schläft noch. So. Zelt erhalten. Speicherpunkt. Falsch. Boah, ich hätte beinahe versehentlich eine andere Datei überschrieben. So. Wir ziehen uns jetzt zurück. Wir treffen uns beim Versteck. Cloud, wir verlassen uns darauf, dass du den Reaktor in die Luft jagst. Ja, zum Thema Reaktor werden wir in der nächsten Folge kommen. Wir schauen uns aber das Gebietchen mal kurz an. Hier ist der Reaktor. Aber hier kümmern wir uns in der nächsten Folge um. So, ich gehe jetzt erstmal wieder runter. So. Hoffentlich hat es euch gefallen. Und wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, um nichts mehr vom Let's Play Final Fantasy VII und von anderen Sachen zu verpassen. Ja, bis dahin alles Gute, haut rein, bis zur nächsten Folge von Let's Play Final Fantasy VII.